am besten immer genug Kram dabei haben sollte, um einen Wohnabteil zu bauen. Und dafür braucht man ja 2 Eisen, 1 Titan und für eine Tür auch, hat er gemeint. Ich würde aber gerade erstmal gucken, dass wir die Verbesserung für den Sauerstofftank bauen können, oder? Das heißt, 1 Silizium und 2 Magnesium holen. Ja, ich weiß nicht, ob man hier, weißt du was? Ich nehme hier gerade so Titan und sowas nehme ich auch immer mit jetzt, weil, ne, Wohnabteil bauen. ich weiß nicht, ob man hier später noch irgendwelche Sachen bauen kann, mit denen man irgendwie dann, also automatisch auch Sachen abbauen kann oder ob man immer alles manuell machen muss. Keine Ahnung, wir werden sehen. Wie gesagt, ich kenne mich mit dem Spiel noch nicht so gut aus. Aber wir geben unser Bestes. Ich habe gerade auch im Chat erfahren, dass es keine Gegner gibt und dass ich der einzige Gegner bin, den es hier im Spiel gibt. Was schon mal an sich angenehm ist. Die Frage ist nur, gibt es auch Fahrzeuge und so ein Kram? Ich weiß, also man kann hier ja nicht mehr Sofa und so, ja, ein Bett. Kann man in dem Bett nicht pennen, Sven? Nahrungsniveau niedrig. Ja, nicht nur das Nahrungsniveau ist niedrig, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, wir machen mal eine Lagerkiste gerade. Dass ich vielleicht mal ein bisschen Kram hier reinlegen kann. So. Ist das Schnee? Nee, okay. Kein Schnee. Nahrung sollten wir hier vorne ein bisschen haben wahrscheinlich, ne? Nee, ist nur Deko. Ja, okay. Deko ist ja eh nicht so mein Ding in Games, ne? So, komm. Wasser nehme ich mit. Sauerstoff nehme ich mit. 1 Essig. Genau, 2 mit. So, was wollte ich jetzt gerade? Wollte Eisen? Nee, ich wollte Silizium oder so, ne? Gucken wir mal in die Richtung hier. Magnesium. Kannst mir auch einfach nicht merken, was wie aussieht, ne? Titan, Kobalt. Wir müssen dieses komische rote Zeug finden, dass ich endlich mal hier das Heizungsmodul bauen kann, dass ich hier im Game ein bisschen progressen kann auch. Ich glaube, da sind wir gleich voll. Ich gehe mal wieder zurück. Wahrscheinlich muss man über die Erweiterungsdinger und so weiter muss man dann halt ja, ne, bessere Sauerstofftanks und so weiter machen, sodass man länger unterwegs sein kann. So ähnlich wie bei Subnautica auch. Da kann man ja auch dann kann man ja dann auch tiefer tauchen und so weiter, wenn man halt die Sauerstoffteile ausbaut, ne? Kannst halt noch deine kreative Ader ausleben. Ja, die habe ich ja eh nicht. So. Und das kann ich nicht machen, weil ich den anhab, glaube ich, ne? Okay, warte mal. Wir legen gerade mal das hier ab. Dann tue ich das in mein Inventar und dann sollte ich ja... Okay. Kann man auch Sachen fallen lassen? Offensichtlich nicht. So eins brauche ich auch. Und jetzt fehlt mir Silizium. Okay. Also nehmen wir wieder ein Silizium. Bauen das Ding. Und haben jetzt 200 Einheiten Sauerstoff. Ich weiß nicht, ob man dann auch auf den Pfeil drücken. Aha, wozu braucht man dann eine Kiste, wenn man einfach alles hier reinschmeißen kann? Hm. Naja. Herstellen Heizung Tier 1. Erschaffen... Was? Erschaffe einen blauen Himmel. Aha. Ja, weiß ich nicht. Ja, wieso dampft der Bildschirm? Das ist eine echt gute Frage. Okay. Alter, was ist das denn jetzt? Ich bin hier drinne sicher. Alles ist gut.
Mit dem Deconstructor zum Raumschiff. Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber das, ich sag's mal so, ne? Ich trau mich gerade nicht. Alter. Hört das auch mal auf irgendwann? Ich glaube, jetzt hat's auf. Okay, doch nicht. Alter, was ist das denn? NPA, ich verstehe auch noch nicht an Luftdruck. Okay, wie erschafft man denn höheren Luftdruck? Leuchtfeuer, Heizung, Innenleiter, was es nicht alles gibt. Oh lol, hier geht's sogar noch weiter. Okay, Wärme, muss ich hier für... Ist alles kaputt? Okay, egal. Wir machen jetzt erstmal das mit dem Deconstructor. Mit Scrollen kann man hier... Kann man hier zwischen den Sachen tauschen. Ach so, warte. Sven hat ja gemeint, ich soll so ein Ding mitnehmen. Ne? Das heißt, 2 Eisen, 2 Titan... Ne, 3 Eisen, 2 Titan und 1 Silizium. 1 Eisen... Aluminium? Das war doch hier gerade noch nicht, oder? Das ist doch hier gerade vom Himmel gefallen. Was habe ich gesagt? 3 Eisen, 2 Titan und 1 Silizium. Kann es sein, dass das dafür sorgt, dass hier die Sachen wieder regeneriert werden? Also die Rohstoffe. Muss ich nur Silizium finden? Nee, das will ich nicht. Ja, das kann ich schon und dafür brauche ich noch Silizium. Gut, Sekunde, ich gucke gerade mal, ob man irgendwie dieses Taschenlampenmodul bauen kann, weil ich glaube, für ein Let's Play und für Twitch ist es vielleicht besser, wenn man was sehen kann. Ach, dafür brauchen wir auch Silizium. Wie passend. Zum Glück habe ich 2 Silizium auf Tasche. So, wir machen jetzt erstmal das Taschenlampenmodul gerade. Dann rüsten wir das aus. Kann ich jetzt hier... Ah, guck mal, Taschenlampe. So, okay, also nochmal. 2 Eisen, 1 Titan. 3 Eisen, 2 Titan, 1 Silizium. 3 Eisen, 2 Titan, 1 Silizium. Perfekt, okay. Dann gehen wir mal dahin. Mach dich vorher leer. Ich bin wohl fast leer, oder? Ich dachte, ich gehe jetzt dahin, baue mir da so eine geile Hütte hin. Und das Essen und so weiter wollte ich halt behalten eigentlich für Eventualitäten. Passt? Okay, super. Dann gehen wir jetzt hier hin. Dann baue ich mir jetzt hier eine geile Hütte hin. Da ist eine Höhle. LOL. Okay, warte. So. So. Kurz ein bisschen Sauerstoff tanken. Okay, das ist aber ein bisschen einfacher als bei Subnautica. Was brauche ich? Schmilzt bei... Achso, man muss also echt... Man muss echt hier den Planeten erwärmen. Alles klar. Hallo? Stoff. Aubergine, Alter. Nice, okay.
Man sieht einfach gar nichts. Richtig, Ehre. Hallöchen. Kann man irgendwie crouchen? Ah, nee, man kann es einfach abbauen. Okay. Oh, scheiße, meine Sauerstoffanzeige gibt langsam den Geist auf. Geh kurz mal was tanken, Freunde. Wir müssen hier die Treibhausgase einfach nach oben treiben. Wie kommt man an neue Nahrung? Offensichtlich durch Kisten, so wie es aussieht. Guck mal, da ist auch ein Iridium gewesen. Und hier sind Samen. Ich nehme an, dass die irgendwie aufwachsen. Keine Ahnung, wir werden sehen. Höhle ohne Creeper. Dass man das noch erleben darf, ne? Wobei, weißt du, was mir gerade so auffällt? So, ich bräuchte mal gerade hier vielleicht auch eine Kiste. Als ob es jetzt hier schon wieder komplett Riot geht, alles. So, wir legen hier mal gerade den ganzen Scheiß ab. Dann gehen wir noch mal rein, würde ich sagen, oder? Okay. Wahrscheinlich werde ich hier irgendwas missen, aber... Kann ich so eine Tür hier? Da liegen Trümmer. Nee, geht nicht. Okay, wir müssen auf jeden Fall nochmal zurückkommen, noch ein paar Mal. Hier sind noch mehr Sachen drin. Ich muss irgendwie einen größeren Rucksack freischalten, das konnte man ja. Nährstoffniveau niedrig. Okay. Yo. Nicht mich killen. Okay. Ich würde sagen, Eisen lasse ich einfach mal hier so lange. Dann nehmen wir einfach mal die ganzen coolen Sachen mit. Nee, das ist cool. Eisen kann da bleiben, Silizium kann da bleiben. Das kommt mit, das kommt mit, das kommt mit. Das kommt mit. Das kommt mit. Okay. Wir gehen wieder zurück. Lol, sind hier auch Sachen, die ich mitnehmen kann? Keine Ahnung, egal. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause und mache hier weiter mit den ersten Schritten, dass wir die zumindest mal abgehakt haben. Oh. Es regnet wieder bei Lufo, ja. Bei mir regnet es aber Sachen, die man nicht unbedingt abbekommen möchte, ne? Kannst du ja auch erst mehr Kisten machen. Stimmt, kann ich auch, weil ich hier einen Haufen Eisen gekriegt habe. Aber ich würde jetzt erstmal gerne die ersten Schritte da fertig machen. Weil ich erstmal wissen möchte, was hier so Phase ist. So, von den Dingern würde ich wahrscheinlich noch eins machen, oder? Eisen, Eis und Magnesium. Was bist du eigentlich? Superlegierung. Aha. Das brauche ich noch. Und die Dinger, okay. Eisen, Eis und was war es noch? Wohnabteil Fenster. Eisen, Eis, Magnesium. So, und dann mache ich jetzt noch eine von den geilen Rohren. Kann ich jetzt hier... Kann ich davon essen? Oder was ist das hier jetzt? Nee, da macht Sauerstoff. Okay, das heißt, ich sollte davon noch eins machen eigentlich, ne? Da bekommen Hagelschaden ganz neue Ausmaße. Allerdings, Alter. Was habe ich denn jetzt hier Neues? Oh, Rucksack Tier 2. Eisen, Silizium, Titan. Silizium, Eisen, Titan. Ja.
Ich bin on a roll, Alter. So. Okay, warte. Jetzt kann, mit den Dingern kann ich jetzt irgendwas entschlüsseln hier. Soll ich das machen? Freischaltung bei, oder kann man... Wie läuft das denn? Teilkasko deckt das ab. Ich glaube nicht, dass es hier Versicherungen gibt auf dem geilen Planeten. Okay, was brauchen wir hier für das? Eisen und Silizium. Na, wobei, das kann ich erstmal so machen. Wir müssen Silizium suchen. Oder holen wieder. Ja, unten rechts drücken habe ich schon gesehen, aber muss ich da nicht was auswählen, was ich gerne hätte, Sven? Oder ist das einfach, dass es mir dann ein random Ding freischaltet oder das, wo ich am nächsten dran bin? Oder wie geht das dann? Mehr! Kannst dich vergrößern, indem du ein Wohnabteil dran baust. Ja, das habe ich auch vor, aber... Kann man irgendwie Regale freischalten oder sowas für die Kisten? Inventar voll. Das ist ja wohl ein Witz, Alter. Ich habe mir gerade einen riesigen Rucksack geholt. Den habe ich auch an, ja. Weird. Okay, egal. Wir gehen zurück. Ja, dann bauen wir halt nochmal ein Wohnabteil dran. Ich habe auch ein Fenster jetzt. Frage ist nur, wo ich das Wohnabteil dran baue. Wahrscheinlich nach hinten weg, oder? Kann man die auch oben drauf bauen? Oder ich mache nach links. Ich glaube, nach links wäre wahrscheinlich am besten. So. Oh, nach oben geht auch. Hier geht nicht. Hallo? Ja, Sauerstoff, Schmauerstoff, sage ich immer, Alter. Komm. Du brauchst dann aber eine Leiter. Okay. Nee, Leiter will ich nicht. Ich würde gerne hier hin bauen, aber das geht nicht, also mache ich hier hin. Und crouchen kann man irgendwie nicht, ne? Das heißt, ich muss jetzt hier leider wieder meine geile Kiste auseinandernehmen. Ist das, verlustlos, wenn man... Wenn man sowas macht, oder verliert man dabei Sachen? Ja, wir werden ja sehen. Wenn ich jetzt hier eine auseinanderbaue. Ne, die Kiste hat mich ein Eisen gekostet. Wenn ich jetzt wieder auseinandernehme, habe ich ein Eisen wieder bekommen. Okay, das heißt, man macht keine Verluste dabei. Das ist schon mal schön zu wissen. So. Kann ich jetzt hier eine Kiste oben drauf stellen? Nein. Na, das zackt ja jetzt ein bisschen, aber okay. Ich nehme an, dass man irgendwie noch Regale oder sowas bauen kann, aber das kann ich wahrscheinlich einfach noch nicht. Naja, mal gucken. Ich lege mal hier die ganzen Sachen rein, die keine Erze sind. Und hier machen wir mal Erze rein. So. Oder Erze und Eis und so ein Kram halt, ne? Genau, und jetzt will ich eine Heizung bauen. Dafür brauche ich Silizium, Eisen und das da. Silizium hatte ich doch gerade irgendwo geholt. Hier, okay. Und die Heizung, baue ich die hier drinnen oder baue ich die da draußen? Oder das ist egal. Nee, die baue ich da drinnen. Okay. Offensichtlich ballert man einfach alles irgendwie hier in den geilen, Wohnwagen, wollte ich gerade sagen. Ihr wisst, was ich meine. Okay, nimm das wieder auseinander. Zerlegen nicht möglich, Inventar nicht leer. Oh, ich habe gerade alles da reingeschmissen, statt in mein Inventar gemacht. Okay. Dann kann ich hier... wieder hinbauen. Da kann man drüber laufen. Okay, dann ist das ja schon mal... Das passt ja dann. So, machen wir hier die Dinger rein. Wobei war das? Sven hat gesagt, unten hinklicken. Das probiere ich jetzt gerade nochmal aus. Wenn ich jetzt hier hingehe, ne?
entschlüsseln Sie einen Bauplan Mikrochip. Welcher ist? Aber kann ich mir den nicht aussuchen? Ah, gut, dann. Bauplan Mikrochip. Beweglichkeitsstiefel T1. Lol. Okay, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir die Folge auf YouTube. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ihr gerne mehr sehen wollt, dann könnt ihr gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Und bis dahin. Tschüss.